drei Tierarten, Hühner, Schafe und Kühe. Wie auch schon im Text stand, doppelt gemoppelt hier sozusagen. Fünf unterschiedliche Wachstumsstadien. Das interessiert mich jetzt. Das Wachstumsstadien. Das heißt, 1 cm hoch, 2, 3, 4 oder 5 cm hoch. Aber egal. Nein. Kauf von neuen landwirtschaftlichen Flächen. Aha. Frei platzierbare Gebäude und Objekte. Okay. Download weiterer Karten, Fahrzeuge und Geräte mit automatischer Mod-Installation. Wie auch schon in den letzten Spielen von Shine Software und Astragon. Das haben die ja immer gemacht mit Mods. Ist nicht nur von diesen Spielen, aber auch bei anderen. Ja, ja, ja. Virtuelles dynamisches Terrain. Französisch. Multiplayer-Modus mit einem Sternchen dahinter. Yeah. Terrain. Terrain. Terrain heißt auf Englisch. Ja, aber hier steht. Eingedeutscht heißt es Terrain. Wie in Frankreich. In Franzosa. Diese Beschreibung ist auch ein bisschen blöd. Alles, was in den Futures stand, stand auch in den Beschreibungen. Es ist Doppelgemoppel. Ja, und wie schon im letzten Test zum Tobias gesagt, wir werden bestimmt mehr als 100 Folgen machen. Du hast ja auch gerade gelesen, man kann Dinge, Geräte und sowas freischalten. Und diese Geräte... nein, ich weiß nicht mehr, wie heißt es? Gebäude und Objekte. Das sind richtig viele, das ist richtig gut und das dauert mindestens 100 Folgen lang, um alles freizuschalten. Und es wird uns sicherlich Spaß machen. Hoffe ich doch, oder? Dir macht es doch auch Spaß. Ja. Das soweit von Marcel, den lasse ich nie wieder reden. Was? Ja, ich merke hier gerade, hier liegt die Münze, die wir vorhin geworfen haben, und jetzt ist sie auf Zahl, also änder das bitte, ne? Ja, jetzt ist sie wieder auf Zahl. gut. Warnung steht hier noch drauf. FuseX, nein, das sind die Softwarepartner. Lesen Sie das Handbuch, um Informationen zu Alter. Wie sind die zum Wort gekommen? Warte, ich hab's gleich. Photosensitiven Anfällen. Zuckungen und zum Beispiel. Nein, und andere wichtige Gesundheits- und Sicherheitshinweise zu erhalten. Also, wenn ihr zuckt am Computer, dann ist euch nicht kalt, sondern das Spiel ist entweder ein Fail und ihr kriegt voll den Akro-Anfall oder das Spiel macht euch Akro. Ja, dann werdet ihr so zum Farmer, so transformiert euch. Was ich auch geil finde, ich fahre jetzt 90 und da steht, man darf höchstens 70 fahren. Ist eigentlich egal, es merkt keiner, wenn ich an einer Radarstelle vorbeifahre, werde ich schon nicht geblitzt. Ist ja eigentlich egal. Und wir sind... Yeah! So, das war, die Ice Tigers haben gerade gewonnen. Nein. Ja. Und zwar, wir müssen noch 94 Kilometer fahren und das schaffen wir in 1 Stunde und 30 Minuten. Gibt uns Glück! Halt mal. Ja. So. Ja. Wir sind hier bei Euro Truck Simulator 2, falls es euch noch nicht aufgefallen ist. Was war das? Ja. Ist gut. Ja. Nein. Nichts passiert. Ja. Gut, ich versuche gerade etwas viel zu reden, damit ich die Bundesliga-Ergebnisse überrede, denn ich will heute Abend noch die Sportschau beruhigt schauen. Ach, wir machen gleich einfach das Radio aus, ey. Wir machen Musikdings an, ja. Nur Musik, zum Beispiel Radio New York oder so. Sunshine Live. Sunshine Live. Ja, boah, Charlie, auch mal. Ja. Übrigens ist Psy ein Koreaner und kein Chinese, ne? Falls es dir noch nicht aufgefallen ist, was du in Folge 6 schon gesagt hast, ja? Darauf wollte ich nur noch zurückgreifen, damit du es doch endlich mal kapierst, du. Ja, schon, ja. Halt doch jetzt mal. Ich kann's nicht. Wartet mal. Ja, gut, ja. Also, ja, hast du ein Thema?
Ich glaube, sein Thema ist, warum ich hier mir die Ohren zuhalte, damit ich die Bundesliga-Ergebnisse nicht höre. Oh, jetzt kommt wieder Musik. Ja. Ja. Es tut mir leid, ich will die Sportschau schauen und wenn man die Ergebnisse schon weiß, dann ist es nur halb so spannend. Du weißt ja nur die Ergebnisse, du weißt ja nicht, wie die Tore gefallen sind. Kannst die Tore ja auch nochmal angucken. Vielleicht waren es ja auch Fehlentscheidungen oder so, keine Ahnung. Kein Bock, ne? Gut. Dann macht es eh keinen Spaß mehr, weil ich schon eh weiß, oh, gleich kommt 3-0, bla bla bla. Du weißt ja nur das Endergebnis. Kann ja auch so sein, wenn es 4-0 für irgendwas steht, dass es vorher 3-0 und dann auf einmal... Nein, das geht nicht. Nö, das würde gar nicht gehen. 4-3 oder so, dass du gar nicht weißt, dass der andere 3-0 geführt hat. Außerdem kannst du doch danach das nochmal... Du musst ja auch nicht jedes Mal Sportschau gucken, oder? Das schaue ich auch nicht jedes Mal. Ich schaue heute Sportschau. Ich schaue ja eigentlich die Bundesligaspiele live, aber ich kann ja nicht, weil ich hier bei dir rumkabbeln muss.